Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, verehrte liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Hohen Domkirche und jene, die mit uns über die Medien verbunden sind, ich lade Sie ein, für einen Augenblick uns in das Evangelium hineinzuversetzen und zu begeben. Jesus ist offensichtlich im Tempel. Er geht nicht nur rein, um seine Gebete zu verrichten, und verschwindet dann wieder. Er bleibt im Tempel. Er hält sich da auf. Schon als 12-Jähriger sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Jesus ist gern im Haus seines Vaters. Paulus sagt zu uns, euer Tempel, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr möchte mit uns auch zusammen sein, im Tempel unseres Leibes. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Herrn? Nicht nur, wenn wir jetzt hier mal in die Kirche gehen, sondern wie viel Gelegenheit haben wir tagsüber, Zeit mit dem Herrn zu verbringen? Ein weiteres, Jesus ist aufmerksam. Er sieht viele Menschen, aber ihm entgeht nicht diese arme Witwe, die unscheinbar ist, die nicht auffällt. Die anderen Reichen scheinen da jedenfalls sich mehr aufzudrängen. Er sieht auch auf das Unscheinbare, auf den Unscheinbaren. Liebe Schwestern und Brüder, der Herr sieht jeden von uns. Und keiner von uns wird übersehen. Und manchmal denken wir auch, diese Tätigkeit oder das findet gar keine Anerkennung oder ich werde überhaupt nicht wahrgenommen. Der Herr nimmt jeden wahr. Und er nimmt jede Kleinigkeit wahr. Und er nimmt jede Kleinigkeit an. Er singt sozusagen ein Loblied über die 2 Pfennige, die die arme Witwe gibt, weil es ihr Ein und Alles ist. Und das ist für den Herrn mehr als der Reichtum, etwas von dem Reichtum, der unerschöpflich zu sein scheint. Der Herr schaut auf unser Herz und er nimmt an, was wir haben. Auch wenn es materiell fast nichts ist, er kann daraus alles machen. Ist es nicht auch das, was wir in der Eucharistie jeden Tag feiern? Wir bringen unsere Gaben, Brot und Wein, materiell fast nichts. Und er, Gott der Vater, macht sein Ein und Alles daraus, seinen Sohn, durch die Wandlung von Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut. Geben wir das, was wir haben, und wenn es nur ganz wenig ist, und vertrauen wir darauf, dass der Herr uns sieht und dass er es annimmt und verwandelt und er sich darüber freut. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.